Das ist die Frau Hemmerl von der Firma Hemmerl. Ich weiß nicht, kennen Sie die Firma Hemmerl? Vielleicht bekannt. Ist jedenfalls diese witzige Geschichte. Es ist folgendes: Sie hat einen Zwetschgendatschi. Sie macht einen Zwetschgendatschi. Naja, und der war noch heiß und dann stellt sie ihn raus und dann kommen die Websen. Also Schwärme von Websen sind auf den Datschi und hat sie gedacht, das ist ja doch eine Frechheit und nimmt einen Staubsauger und gibt dem Staubsauger auf die Websen los, saugt die ganzen Websen ein und da sind die in dem Behälter drin. Ein Gesums, unglaublich. Und jetzt hat sie sich gedacht, bevor, vielleicht haut die wieder ab, sie macht der Sache ein Ende und geht zum Gasofen und macht auf, Gas raus und dann wumm, die ganze Bude, alles hat es zerrissen. Und sie war schwer verletzt, auch im Gesicht, aber man sieht eigentlich nichts mehr. Das ist gut, also ein guter Visagist. Das kann man halt sehr gut machen, muss man sagen. Also das ist enorm. Und naja, aber was übrig geblieben ist, ist eine Websenallergie. sie freut sich immer, wenn Winter ist, stimmt's? Weil da gibt es keine Websen. Und im Urlaub fahren sie irgendwie nach Dingnauf, nach Grönland, gell? Island da drum. Ja. Auch im Sommer, websenlose Gegend, wegen der Allergie halt. Übrigens Allergie. Da fällt mir, das kann ich auch noch erzählen, vom Schwiegervater. Der Schwiegervater hat eine Katzenallergie gehabt, gell? Katzenallergie. Und was, jetzt hat er, also mit Katz war nichts. Dann hat er sich aber zwei Ratzen, ein Ratzenpaar hat er sich angelegt. Und jetzt wird er krank und muss einen längeren Kuraufenthalt. Mhm. Und diese Ratzen haben sich in dem Haus vermehrt. Derartig, dass dann im Haus, wie viel? 350 Ratzen haben sie dann ungefähr gehabt in dem Haus. Die haben allein in dem Haus gewohnt, war ja sonst niemand drin. Und dann ist der Tierschutzverein gekommen, hat sich um die Ratzen gekümmert. Und jetzt kann man so einen Ratz günstig haben. Also die Ratzen sind zur Adoption freigegeben. Man kann also einen Rat sich abholen mit Zertifikat, Gesundheitsding, alles da. 5 Euro, dann kann man sich einen Rat holen. Ja, einen Rat. Ja, warum nicht?